Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Unboxing und Test vom Lexin MTX. Ein Gerät werde ich verlosen, aber dazu später mehr. Wir haben hier das Lexin MTX Intercom. Ja, auf der Rückseite sieht man dann auch schon mal so direkt ein paar Spezifikationen und was Optik angeht. Aber das zeige ich euch dann, wenn ich es gleich ausgepackt habe. Das Besondere an dem Lexin ist halt, dass es ein Mesh-Intercom ist. Gleichzeitig aber auch ein Bluetooth-Intercom. So Mesh ist so wohl, sagt man, so die nächste Generation von Intercom. Ich will mal ganz kurz ausführen, was Mesh überhaupt ist, was der Unterschied zwischen Mesh und Bluetooth ist. Mesh ist so ein Bluetooth-Protokoll, was ermöglicht, mehr Daten zu übertragen über eine größere Entfernung. Es ist quasi eine selbstständige Verbindung, sobald man in derselben Frequenz und im selben Kanal ist. Die Kopplung ist generell sehr einfach. Mesh heißt bei anderen Herstellern beispielsweise dann DMC oder so. Das heißt jetzt nicht überall Mesh. Der Unterschied zum Bluetooth ist, dass es halt, wie gesagt, bald vielleicht der neue Standard ist. Und bei Bluetooth müssen halt bei mehreren Leuten die Kette, quasi diese Daisy-Chain, eingehalten werden. Wenn die Kette auseinanderbricht, können halt nicht mehr alle mitreden. Mesh bildet dagegen ein Netz. Es ist allgemein flexibler. Jeder Fahrer ist quasi eine Relaisstation. Sobald man wieder dran ist, beziehungsweise verbunden ist, dann ist man automatisch wieder dabei. Die Verbindung baut sich besser auf. Aufgrund der Netzwerkstruktur können auch mehrere Leute kommunizieren. Quasi jeder, der im Umkreis ist. Bei Bluetooth ist es bis zu 2 Kilometer, bei Mesh auch. Aber man ist ja selber eine Relaisstation in einer Matrix. Zum Beispiel bei 6 Fahrern eine Reichweite von 8 Kilometern. Also eine Reichweite von 8 Kilometern ist möglich bei 6 Fahrern beispielsweise. Weil man quasi in dieser Matrix ist. Und bei Bluetooth ist das halt nicht möglich. Und das ist schon echt eine coole Sache, muss ich sagen. Einen Nachteil gibt es natürlich. So ein Mesh-System oder DMC-System ist halt stromhungrig. Das ist es. Was soll man wählen? Allgemein Mesh oder Bluetooth oder eine Kombi von den beiden? Bevorzugt Mesh, da man halt da einfach eine bessere Verbindung hat. Wenn man in einer Gruppe ist, wo nicht jeder Mesh hat, dann ist so eine Kombination, also so ein Intercom, was sowohl Mesh als auch Bluetooth hat, perfekt. Und wenn man immer nur zu zweit unterwegs ist, dann reicht eigentlich auch Bluetooth. Aber allgemein ist es natürlich geil, wenn man einfach mal beides hat. Also ein Intercom, was sowohl Mesh und Bluetooth hat. Und das hat das Lexin MTX. Dann packen wir das jetzt mal aus. Die Verpackung ist ganz witzig gemacht eigentlich. Ich gebe auch nochmal schnell die allgemeinen Spezifikationen. Ne? Insgesamt 24 Fahrer sind möglich. Mesh 3.0 mit 10 Channel. Also Bluetooth-Intercom auch mit Bluetooth 5.0. 2000 Meter Reichweite über Bluetooth quasi und natürlich auch über Mesh, aber halt in der Matrix. HD-Lautsprecher, USB-C, Musik teilen, wasserresistent und Noise-Canceling haben wir auch. So, das ist der Inhalt. Das Zubehör gucken wir uns erstmal direkt als erstes an. Zum einen natürlich die Lautsprecher. Ich sehe gerade, da haben wir auch noch eine Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist recht umfangreich. Also ein Blick dort rein lohnt sich auf jeden Fall. Das Zubehör ist wirklich immer gleich, standardmäßig. Ne? Wir haben hier ein Verbindungskabel, dann ein Mikrofon für intern, dann ein Mikrofon für extern, für Jethelme und dann natürlich noch die Lexin-Lautsprecher und dann natürlich noch Verbindungsmaterial für den Helm, einmal zum Ankleben und einmal zum Anklippen, also Standard quasi. Und Lexin typisch auch so eine Verlängerung, falls die Schale vom Helm ein bisschen breiter sein sollte, kann man die Dicke nochmal variieren mit so einem Spacer. Das ist das Zubehör, Schrauben und Werkzeug haben wir auch dabei. Jetzt kommen wir mal zum Intercom. Und das ist das gute Teil, schön in schwarz gehalten. Größe würde ich Standard sagen, macht einen ganz guten Eindruck. USB-C haben wir da, 1, 2, 3, 4 Knöpfe, eine LED in der Mitte und dann noch so eine Antenne. Das, was irgendwie auch schon charakteristisch ist für Mesh. Die Antenne kann man mit so einem Hebel, das ist so eine Verlängerung, die kann man da so rauslösen und hält sich auch von alleine mit einer Feder oben. Ja, macht einen ganz ordentlichen Eindruck, gefällt mir ganz gut. Jetzt kommen wir mal zum Test. So, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das ist meine nette Nachbarin. Die hilft mir wieder bei dem Intercom-Test. Okay, wir testen das jetzt mal ganz kurz. Ich fahre in die Richtung und ich habe hier die Antenne auch geöffnet. Das ist jetzt Mesh-Intercom, kein Bluetooth-Intercom. Und wir gucken mal, wie lange ich fahren kann. Ich werde euch dann die Entfernung einblenden. Und wir kommunizieren die ganze Zeit. So, du kannst mir wieder eine coole Story erzählen. Also die Verbindungsqualität ist wieder ganz gut. Die Verbindungsqualität ist hervorragend. Ich höre dich ganz klar und deutlich. Ne? Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt wird es langsam hakelig. Aber ich fahre mal trotzdem noch ein bisschen weiter. Ja, jetzt höre ich dich wieder. Ach, du hast die Antenne verdeckt. Kurz verdeckt. Okay, deswegen war die Verbindung weg. So, jetzt ist das wieder... jetzt bist du weg.
Ich warte mal, bis dieser Bus weg ist. Ich wechsle mal die Straßenseite vielleicht nochmal. Test, 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 test. Ne, jetzt bist du weg. Ampel. Bis zur Ampel, ne? Bis zur Ampel ist im Grunde eine stabile Verbindung. Und dann ist es weg. Hörst du mich denn jetzt wieder, wenn ich näher komme? Ja, okay, gut, ne? Also, solange die Verbindung besteht, ist die Verbindung glasklar. Ich wollte noch so jetzt ein Fazit abgeben, was Handling, Design, Sound und einfach die Benutzung im Alltag angeht. Und ich will mal mit dem Handling anfangen, ja? Das Gute ist, was ich direkt als Positives nennen kann, sind die Tasten, weil die sind halt aus Hartplastik. Und die kann man auch, wenn man dicke Handschuhe hat, gut erfühlen, ertasten, sodass man halt wirklich zuverlässig da drauf drücken kann. Ne? Vom Formfaktor her finde ich, also muss ich sagen, finde ich Standard. Ne? Von der Größe her. Es gibt kleinere Intercoms. Das ist jetzt auch nicht das Größte, was ich hatte. Das ist so im mittleren Bereich. Dafür, dass es jetzt auch nicht extrem klein ist, hat es aber auch eine gute Akkulaufzeit. Ja, die Akkulaufzeit auch wie beim Alexin B4 FM ist wirklich hervorragend, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Das Design und Handling kann ich wirklich nicht meckern. Ist super. Was Sound angeht, ich finde den Sound sehr klar. Man kann Stimmen sehr gut hören, also die sind kristallklar. Musik kann man auch wunderbar hören, auch auf der Autobahn, wenn man ein bisschen schneller unterwegs ist, kann man vor allem Stimmen, ja, sehr gut erkennen, sehr gut hören. Sind die Stimmen auch viel besser hörbar? Ne, was ich dann halt als sehr positiv empfunden habe bei Telefonaten oder so Podcast hören oder, ne? Oder wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, dann hört man die Stimmen klarer. Und dann kann die Lautsprecher auch gut aufdrehen, ne? Und die kratzen nicht oder sowas oder übersteuern nicht. Das ist, was ich dazu zu sagen habe. Handling gut, Sound gut. Design ist natürlich wie immer Geschmackssache, aber finde ich auch ganz gut. Falls ihr Interesse habt, Link ist unten und ich verlos noch ein Intercom. Was müsst ihr dafür machen? Im Grunde nicht viel, ihr müsst einfach nur einen Kommentar hinterlassen, dass ihr Interesse an dem Intercom habt und wofür ihr das nutzen würdet. Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare und schreibt bitte auch rein, dass ihr daran teilnehmen wollt, ja? Also, dass ihr Interesse daran habt. Und ich sag mal so, 2 Wochen nachdem das Video dann hochgeladen wurde, werde ich dann einen auslosen, ja? So machen wir das. Das soll es gewesen sein. Also, haut rein, Leute, ne?